Cooper. Cooper? Ja. Ist das richtig dein Name? Nee, Künstlername. Aha, weil es gibt ja so Fragen, also die ich auch manchmal stelle, wie ist dein Spitzname? Und dann würdest du wahrscheinlich auch Cooper sagen. Ja. Und darf man noch wissen, wie du, was sich hinter dem Cooper verbirgt? Nee. Ja, also es ist inspiriert von, von einem Charakter aus meiner Lieblingsserie. Twin Peaks. Ah, okay. Und da heißt Anna Cooper. Genau. Genau. Ein Herr heißt Cooper und du bist der Cooper sozusagen. Ja, also Cooper mit A statt ER. Ah, so okay. Ein bisschen selbst so zusammengebracht. Ja, nee, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir machen jetzt beide gerade jetzt ein Speed-Dating. Oh. Deswegen habe ich hier diesen Wecker. Okay. Und ich stelle den jetzt mal auf 3 Minuten und dann hast du, oder wir haben 3 Minuten Zeit, uns zu unterhalten. Und du kannst ein bisschen was von dir preisgeben. Ich helfe dir, indem ich Fragen stelle. Oh. Okay. Persönlicher. Oh. Alles klar, Cooper? Ja. Alright. Also, was hast du als letztes gegoogelt? Dein Name tatsächlich, weil mein Kumpel, der mit bei ist, der konnte mit deinem Namen nichts anfangen. Nein, der konnte mit meinem Namen nichts anfangen? Also, er kannte dich vom Sehen her, aber... Aber nicht aus der Serie Twin Peaks. Das tut mir leid. So, aber jetzt ist diese Frage dann Gott sei Dank auch beantwortet. Mhm. Also, so, aber auch schön. Man sollte mal nach mir googeln. Da erfährt man vieles. Hast du ein schönes Wikipedia-Bild. Danke sehr. Ja. Kann man sagen. Wirklich? Egal. Ja. Wonach bist du süchtig? Essen. Essen? Jo. Jeder Art? Ja, also das, was ich mag, ne? Was magst du? Sushi? Nein. Nein? Ich weiß nicht, so Pommes sind ganz gut. Ah, und ja. Süßigkeiten nehme ich mal, oder? Ja, kann man. Aber Pommes lieber? Pommes, ja. Okay, alles klar. Pommes, warum nicht? Wie und wo war dein erster ESC-Moment? Oh je, da war ich ja ganz klein, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Nein? Nee. Das muss ja ein prägendes Ereignis gewesen sein. Das muss dann irgendwann 19 gewesen sein. Nee, wann war das? Oh Gottes Willen, ich weiß es nicht so. Aber ab wann weißt du denn Bescheid? Also, oder guckst du gar nicht so oft oder regelmäßig? Doch, das ist Tradition bei uns. Ach, das ist Tradition? Ja, okay. Und deswegen schon ab klein an haben wir es immer gerne geguckt eigentlich. Ja. Und als Lena gewonnen hat, saß du auch vom Fernseher und hast dich also da habe ich richtig mitgefiebert tatsächlich. Oh weia, naja Mensch, wer weiß. Ist da der Entschluss gereift, dich vielleicht auch mal hier zu bewerben? Ja, auf jeden Fall. Das war so damals auch nicht so. Da war ich noch ein bisschen zu jung, aber... Ja, aber jetzt hast du genau das richtige Alter vielleicht. Wie kann man dich auf die Palme bringen? Mit einer Kokosnuss, keine Ahnung. Oh, mit einer Kokosnuss, also sag mal, das gibt's doch wohl nicht. Man hängt einfach eine Kokosnuss irgendwo hin und dann bringt man dich auf die Palme. Ja. Sehr gut, aber sonst bist du halt so ein kein Kind von Traurigkeit sozusagen? Kein Kind? Ja, du bist doch kein Kind von Traurigkeit, du bist doch ein fröhlicher Mensch bestimmt. Ja, also jeder hat doch mal. Kann man dich nicht so auf die Palme bringen, außer mit einer Kokosnuss? Nee, nicht so einfach. Also, da müsste man schon was ganz Böses sagen zu dir. Ja. Mir fällt gerade nichts ein. Also weiter. Traurig. Welche Superkräfte hättest du gern? Ich weiß es. Hä, wirklich? Mhm, ich sag's aber nicht. Oh je, jetzt. Ja, ich wäre gerne unsichtbar oder so. Hex, Hex. Ja. Jim, du wärst gerne wie Bibi Blocksberg. Du würdest gerne hexen können, oder? Ja, ist nicht schlecht. Ich auch. Ja. Aber ich kann es nicht. Traurig. Mit welchem Promi würdest du gerne feiern gehen? Mit dir. Ja, dann lass uns das mal machen. Ja. Sehr gut. Ich habe nämlich heute auch noch nichts zu tun. Dann lass uns nachher irgendwie Pommes essen. Ja. Oh, schade. Ja, das war die letzte. Ey, weißt du, was die letzte Frage gewesen wäre? Mhm. Die hast du aber schon beantwortet. Wenn du einen Spitznamen hast, aber du hast ja einen. Dann warst du ja alles perfekt. Du bist der Cooper. Jo. Das ist sehr, sehr schön. Das war super, Cooper. Mhm. Und jetzt würde ich dich bitten, doch mal vielleicht noch was irgendwie A Cappella zum Besten zu geben. Von den Songs, die du vorhin da der Jury vorgetragen hast. Kannst hey, jetzt so machen. Direkt? Naja, warum denn nicht? Na Mensch, nur hier, nur wir beide. Okay. Den Rest musst du dir wegdenken. Okay, alles klar. Taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm sipping on dirt. Taste of your poison, paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Ach, Cooper. Ja, das war auch super, Cooper. Schönen Dank. Auch danke. Ich drücke dir die Daumen und Dankeschön. Hoffe, dass alles gut läuft. So, wie es ja jetzt eigentlich bis jetzt gelaufen ist. Ja, alles subi-dubi. Alles klar. Dankeschön. Danke auch. So.